Die Vorgeschichte ist ganz einfach. Ich bin heute ein bisschen sauer. Einerseits war ich gerade auf der Stadtgemeinde in Lenkbach, habe wieder mal eine Grundsatzdiskussion geführt über die Zustände, die Verkehrszustände vor dem Kindergarten in der Friesstraße. Andererseits hatte ich gestern wieder einen Fall eines Kunden, der Probleme mit seinem Internetzugang hat von der 1 Telekom und habe mehrmals dort angerufen und jedes Mal eine andere Auskunft bekommen. Deshalb habe ich heute spontanerweise die Presseabteilung von 1 Telekom kontaktiert und um einen Interviewtermin gebeten, den ich mitfilmen darf, um da mal definitive offizielle Aussagen zu bekommen. Mein erstes E-Mail war von 9.48 Uhr heute am 18.01. Guten Tag, ich möchte gerne vor laufender Kamera Auskünfte über diverse Missstände bei 1. Wo kann ich diese bekommen? Mit freundlichen Grüßen, Daniel Schmatz für Alles Eitle. Daraufhin habe ich die Antwort bekommen von der Frau Dandrea Böhm-Livia. Ich entschuldige mich für ein falsches Aussprechen jetzt. Für konkrete Kundenanfragen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte an unsere Service-Mitarbeiterinnen. Beste Grüße, Livia Dandrea. Daraufhin habe ich zurückgeschrieben um 10.34 Uhr. Mahlzeit, ich habe keine konkrete, bei der mir ein Service-Mitarbeiter helfen kann. Ich will eine offizielle Aussage zu Missständen im Unternehmen. Daniel Schmatz für Alles Eitle. 10.38 Uhr kommt dann die Antwort. Guten Tag, was sollen das für Anführungszeichen, Missstände Anführungszeichen, sein? Beste Grüße. Und jetzt soeben verfasst die Antwort. Nun gut, wenn Sie es vorziehen, per E-Mail zu kommunizieren, kein Problem. Ich gehe davon aus, dass Sie gestatten, dass ich diese Kommunikation dokumentiere. Einige Punkte, die mir aus dem Stegreif einfallen. Wenn ein Kunde über den Mailbox-Manager Festnetz eine E-Mail-Adresse entfernt, dies mit dem Mailbox-Kennwort bestätigt, erhält er die Meldung, Ihr Auftrag wurde durchgeführt und wird in den nächsten 30 Minuten aktiv. Was aber nicht stimmt und die E-Mail-Adresse weiter im Account bleibt. Wenn man zum Beispiel eine Stunde später im Mailbox-Manager wieder reinsieht, sieht das noch immer so aus. Sprich, ein gravierender Fehler. Zweitens, es ist seit der Zusammenlegung von A1 und Telekom nicht mehr möglich, eine E-Mail-Adresse aus einem E-Mail-Account zu entfernen und danach auf einen anderen Account zu schalten. Meldung, der Alias wird bereits verwendet, was grundsätzlich falsch ist, da der Alias in eine Quarantäne kommt und keiner in der Lage ist, die E-Mail-Adresse von dort auf einen anderen Account zu schalten. Es ist notwendig, wenn zum Beispiel ein Kunde ein neues Produkt anmeldet, dadurch eine neue Kundennummer bekommt und damit seine E-Mail-Adresse übertragen muss. Auch das Fax, das man verlangt, löst keine Aktivitäten aus. Die Händler-Hotline meint, man hat seit der Zusammenlegung von A1 und Telekom keine Lösung für das Problem gefunden. Drittens, wenn man nun eine E-Mail-Adresse in einen gekündigten Account lässt, gibt es keine Aussage, was mit der E-Mail-Adresse geschieht. Einige an der Hotline meinen, sie bliebe mindestens ein Jahr erhalten und kann weiterverwendet werden. An der Händler-Hotline habe ich gehört, dass man von Adressen weiß, die bereits 7 Jahre in gekündigten Accounts liegen und noch immer funktionieren. Es fehlt eine offizielle Aussage, die dann auch eingehalten wird. Viertens, bei Kunden, die seit Jahren Breitbandkunden sind, plötzlich Leitungsprobleme auftreten, wird die Geschwindigkeit immer weiter reduziert. Es bemüht sich keiner vom Bautrupp, den Fehler zu beheben, wobei 1 Megabit nicht mehr als Breitband zu bezeichnen ist. Daniel Schmatz für Alles Eitle. So, und das senden wir jetzt.